Hallo, tschüss, hey ho, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Who's Your Daddy? Und ich weiß, die zweite Folge hat mega lange auf sich warten lassen, das lag aber wirklich daran, ich hab's euch gesagt, ich will die Folgen mit einer Menge Liebe produzieren. Und deswegen könnt ihr euch heute auf eine richtig geile Folge freuen. Zudem noch eine kleine Frage an euch. Wollt ihr morgen gerne eine Folge Hello Neighbor? Dann stellt einfach mal einen fetten logischen Daumen nach oben durch. Ich würde sagen, wenn wir 5 logische Daumen nach oben knacken, gibt's morgen Abend eine neue Special-Folge Hello Neighbor. Und ich würde sagen, dann haben wir eigentlich schon alles gesagt. Legen wir mit der Folge los. Oh, Nanu, ich hab... Oh, total... Oh, hab ich das nur geträumt? What... Oh, what the... Oh. Okay. Oh, durchatmen. Nanu? Wo sind die anderen? Hallo? Hä? Niemand hier? Nanu, wo sind denn... Wo sind denn die anderen? Hallo? Hä? Hallo? Ich fühle mich immer noch so komisch. Aber wo sind die anderen? Hey? Hi! Hey! Hey! Magst du ein bisschen? Gerne. Nick hat einen Anzug? Warum hat Nick einen Anzug an... Guten Morgen erstmal, aber Nick, warum hast du einen Anzug an? Ich bin im Auftrag des Präsidenten hier. Und wie fühlst du dich da? Warte. Mächtig. Oh. Scheiße. Das Ding, das knietscht genau hier hin. Alter Nick, dein Mikro, was machst du damit? Wenn ich dieses 3.1 Update habe und wenn ich das runter update, dann ist das... Ja, dann hast du gar nichts mehr. Kein Geld mehr, keine Existenzberechtigung. Baby, come back, but I want you more, I'm with everything. Sing nicht und nimm Keks. Danke. Gib ihn wieder. Nein, das ist mein Keks. Gib ihn wieder. Nein, den hab ich gerade von dir geschenkt bekommen. Papa. Das klingt, als ob man mal so eine Röhre spricht. Papa. Wer hat das Spanferkel hierhin platziert? Mama. Was? Oh. Ah, ne, da steht sie, okay. Ist zwar kein Holz, aber es ist Essen. Aber die haben einen Apfel im Mund. Nick, das würdest du... Nee. Ja, Nick würde das eh nicht essen, sind Vitamine. Leute, mir fehlt was. Was fehlt dir denn? Mein Mixer fehlt mir. Wie, der Mixer ist weg? Ja, in dem wunderbare Sachen drin waren immer. Wie wunderbare Sachen im Mixer? Und vor allem, wenn wir alle hier zusammen sind, wo ist Sandro? Wer ist Sandro? Na, Sandro, du weißt schon, die Pizza, der Grüne, der Typ, der letztes Mal im Schrank stand. Moment, das war der fette Nick? Nein, der war in der Küche, als ich damals aufgewacht bin. Doch, er war in der Küche und wir sind rausgegangen und die Mutti hat die Schranktür geöffnet. Gib's doch zu, da war Sandro dann drin. Ich weiß nicht, was du meinst. Na, doch, er stand doch da drin, Nein. Doch. Wer ist denn Sandro? Sag mir, dass das nicht stimmt! Wer ist denn Sandro? Na, der Grüne, die Pizza, der Italiener, Sandro halt. Ich glaube, Logo hat wieder Holz auf den Kopf bekommen. Nein, laber keine Scheiße. Ja. Sag mir jetzt, was los ist. Ihr verarscht mich doch. Los, ist doch alles gut. Nein. Was Panik, was ist denn los? Ganz ruhig. What the f... Hört... Und ein Würstchen. Ich will keine Würstchen, ich will Antworten. Wo ist Sandro? Ja, die Antworten kann dir vielleicht mein treuer Pirat der KFC geben. Nein. Sag nein, es gibt keinen Sandro. Aua! Wer ist denn jetzt vergiftet? Thomas, was hast du schon wieder gegessen? Ich hab mal geguckt, was im Kühlschrank war und dann war irgendwie da ganz schlechtes Bier drin. Ja, das ist wahrscheinlich von Tobi. Entschuldigung! Ich geh mich mal kurz übergeben. Möchtest du auch eins? Oh, dankeschön! Ich gebe eine Runde aus. Habt ihr eigentlich schon was von dem neuen Wettertränk gehört? Fliegende Bären? sind besonders sexy, habe ich gehört. Du hast einfach immer noch diesen komischen... Schau nicht mich an, ich bin entstellt. Schau diese Chicken an, es ist wunderschön. Warum drückst du dein Würstchen in das Chicken? Ich habe meinen Pinsel woanders. Oh mein Gott! Scheiße, nein, das ist überhaupt nicht jugendfrei! Logo, ich habe Pinsel, möchtest du das mal drauf? Nein! Ja, Papi? Da haben wir noch nicht drüber geredet, hör auf damit. Verstört dich und deine Mitmenschen. Also, du hast mich da schon aufgeklärt. Guck dir den Fetti mal an. Hi! Ja, der kann damit nicht umgehen. Der kann das nicht. Wir schenken ihm einfach den Mixer von Thomas. Nein! Ja, gib her. Da schau. Was? Hey, der hat den Mixer geklaut! Ich hab den nicht gespült beim letzten Mal. Ist ja ekelhaft. Das weiß. In der Spüle. Und wer räumt jetzt die ganzen Spanferkel hier weg? Ich meine... Mutter! Tobi! Ist zwar kein Holz, aber es schmeckt trotzdem gut. Bock. Papi, wieso stehst du mich so verstört an? Ich hatte Hunger. Thomas, wo bist du? Ich baue gerade meine Sandburg. Wo? Sandburg? Draußen am Pool oder wo? Komm. Komm mir ja nicht zu nah. Wo bist du? Nein, du bist gar nicht draußen beim Pool. Wo bist du? Ich hab vorhin bei eBay was bestellt und dann kamen die jetzt an und deswegen, ja, ich bin in meinem Pool. Ich bin nicht im Pool, ich bin vorm Haus. Kreditkarte. Wie kannst du dir das leisten, Thomas? Das ist übelst teurer Stacheldrahtzaun. Nein, das ist mein Spielplatz, Alter. Papi, den eigenen. Papi, Thomas, lass mich nicht mitspielen. Nee, Nick hat ernsthaft gerade meine Sandburg kaputt gemacht. Papa, schlägst du ihn oder soll ich ihn schlagen? Nein. Komm her, du fettes Kind. Nein. Ich hab eine neue Sandburg. Oh, Tobi, zeig mal. Tobi? Ja? Tobi, zeig mal die Sandburg. Schau mal, ich kann mega gut bauen. Ich kann sogar... Warte auf, jetzt ist spannend. Doppels! Meinst du, ich komme ins Guinness-Buch der Rekorde? Ins Penisbuch der Rekorde? What? Ja. Tobi? Ins Buch der Rekorde. Meinst du, ich krieg noch ein drittes drüber. Komm, bisschen mehr Emotions. Applaus, bitte. Ich will aber jetzt, dass Tobi meinen Spielplatz verlässt. Tobi, zugegebenerweise, Thomas hat sich ihn selbst aufgebaut. Wir haben doch noch einen. Und von wo hat er das Geld, Papi? Von der Pfandflaschenfirma. Ja, und wem gehört die Pfandflaschenfirma? Papa? Ja, Papa, hast du es ihm erlaubt? Ah, er hat Kontozugriff. Ja, ich will auch Kontozugriff. Ich bin der Vertrauenswürdige in der Familie, ja? Ja. Bier kaufen. Weißt du, der eine halluziniert die ganze Zeit? Ich will mehr! Mehr Bier! Jetzt! Stock. Oh! Nein! Jetzt ist der Kindergartenspielplatz wieder mir. Alkohol! Oh Gott! Alkohol, oh Gott! Was zum Teufel macht die Mutti eigentlich da hinten? The 50 Shades of Michelle. Demnächst im Kino. Logo, darf ich dir gleich mal mein Geheimversteck zeigen, aber nur dir. Glaubst du, wir haben da Spaß? Wir zwei? Ja. Nee. Oh. Ich bin nicht mit dem kranken Typen da, der halluziniert und sowas. Ich halluziniere überhaupt nicht. Natürlich. Thomas, warum bist du ein Weihnachtsmann? Oh. Na, möchtest du meine Geschenke haben? Oh mein Gott, nein! Ich möchte immer noch antworten, wo ist Sandro und warum sagt ihr, dass er nicht existiert? Ist Sandro der Nachbarsjunge? Nein, unser Bruder! Also ich kann mich nur daran erinnern und ich bin jetzt alt genug, dass ich sagen kann, wir haben so einen fetten Typen bei uns, einer, der ein Alkoholproblem hat, mich als den coolsten von allen und dich als, naja... nennen wir es mal speziell. Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, ja. Okay, das gebe ich zu. Aber ich kann mich richtig entsinnen, dass da Sandro noch dabei war. Also, sag mir jetzt bitte, wo Sandro ist und hört auf, mich hier zu pranken. Es ist echt ein schlechtes Social Experiment. Naja, und hallo, andere machen für 250.000 Klicks am Tag, machen die auch Baden in Döner. Aber das hatten wir doch letzte Folge. Da haben wir doch in Kebab gebadet. Stimmt. Deswegen zeige ich dir jetzt in dieser Folge mein Secret. Deswegen lassen wir auf diese Folge doch einfach mal 50.000 Likes da. Und was willst du mir jetzt für einen geheimen Raum zeigen? Zeig ihn mir mal, komm. Ja, Thomas, komm. Führ mich in deine geheime Höhle. Was ist das hier? Oh mein... Du darfst dir nichts verraten. Ist das dein geheimes Aufnahmezimmer? Nein, das ist mein Ultra-Special-Geheimversteck. Wenn ich gerufen werde... Warte mal, da steht ein Computer! Ja? Ja, hallo, einer muss bei eBay ja die Sachen kaufen. Weißt du, Kostüme sind gerade nicht billig. Du kaufst Kostüme bei eBay? Ja. Okay. eBay Kleinanzeigen. Oh! Holy shit. Und der Computer da hinten? Was hat's damit auf sich? Ich meine... ja. Thomas, was verheimlichst du? Nee. Aber mein neues Paket ist gestern angekommen, habe ich noch nicht aufgebaut. Nice Boxer! Hey, das darf hier keiner hören. Okay. So, aber jetzt lass lieber rausgehen, bevor die anderen das mitkriegen. Ja, okay, war ja cool genug. Ich fühle mich immer noch total angeschlagen. Ja. Als ob mir 3,5 Herzen fehlen. Total komissch. Moment. Jetzt fehlen dir 4 Herzen. Oh. Danke, dass du so gut an mich denkst. Ja, Hannes, ich wollte dir nur nachhelfen. Wo sind jetzt die anderen? Nick. Oh Gott, Nick liegt auf dem Boden. Nick. Nick, ist alles gut? Nick. Zucker. Aua. Nick hat einen Zuckerschock. Zucker. Wiederbelebung. Hilfe, irgendjemand muss Nick helfen, hat einen Zuckerschock. Oh Gott, Thomas, was tust du? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er ist noch gar nicht tot. Okay, der hat Zucker. Oh nein, Tobi! Los! Gib ihm mehr Zucker! Mehr Zucker! Ah, geil. Nick, geht's dir wieder gut? Wenn nicht, hier, ich habe auch noch 2 Zucker für dich. Noch 2 Zucker? Eber. Wollt ihr, dass ich einen Zünder... Oh, Holz! Zucker. Eimer! Ich werde... Stacheldraht! Hab ich immer so ein Holz? Stacheldraht, Pilze, Bier, Bärenteppiche! Die Wunderhake 6000 hebt Blätter auf! Gestrüpp! Kleines Gestrüpp. What the fuck? Thomas, keine Barrikaden hier aufbauen. Achso, ich dachte, wir bilden eine Mauer. Nein, eine Mauer war ja auch nicht geplant. Es war nie eine Absicht, hier eine Mauer zu bauen. Okay, dann machst du wieder weg. Tobi, ist alles in Ordnung? Ja. Würsten. Auch ein Würstchen? Maika macht das Würstchen. Noch ein, vielleicht 2. Unterstützt durch Produktplatzierung. Thomas hat das Achievement Hausparty erzählt. Tobi, wen willst du heiraten? Nein. Ja, also so eine Torte möchte ich auch haben. Die schwimmen doch so schön im Bier. Oh mein Gott, wie hast du den Bierkuss? Alles ist möglich, Thai-Reis. Nein. Alles ist unmöglich. Thai-Reis. Tobi, wenn wir jetzt mal unter uns sind. Was ist jetzt mit Sandro? Erzähl mir das mal, bitte. Die anderen verarschen mich alle. Die sagen alle, Sandro gibt's nicht. Und ich hab mir das nicht eingebildet. Niemals, nein. Doch, das ist dir nur eingebildet. Du hast wie letztes Mal ein bisschen Holz am Kopf bekommen. Nein, Tobi, nein, habe ich überhaupt nicht. Sag mir jetzt bitte die Wahrheit, bevor die anderen kommen, bitte. Das ist die Wahrheit. Nein, erzähl doch bitte kein... Nein, ich bild mir... Nein, das ist gelogen. Vielleicht waren es deine Medikamente. Ich nehme keine Medikamente. Ein bisschen Hundefutter. Ein bisschen Katzenfutter. Und ein bisschen Hamsterfutter. Und vielleicht auch ein bisschen von meinem Bier. Okay, du bist wirklich verrückt. Das kann ich der Mutti erzählen, was du alles laberst. Das hat die Mutti da reingefüllt. Nein, niemals. Doch. Mutti. Komm zurück, ich will mein Bier wieder haben. Du kriegst einen Scheißdreck wieder. Wo ist die Mutti? Und warum haben wir ein Trampolin in der Wohnung? Hab ich bei eBay bestellt. Sag mal, was bestellst du eigentlich nicht bei eBay? Und wo ist die Mutti? Oder der Papi? Schau mal im Schlafzimmer von denen, vielleicht sind sie gerade da. Warum rutscht der Vater auf seinem Arsch? Wir wollen sauber machen. Mama! Yeah. Können wir irgendwo hingehen, wo wir umgestürzt sind? Die nerven hier mit ihrem Trampolingeräusch. Ja, bist du für eine? Ich will nur kurz mit der Mutti reden. Okay. Ihr lügt mich doch eh alle an. Ihr verarscht mich. Allein in einem Zimmer. Hör mir mal zu. Die anderen verarschen mich. Die sagen alle, Sandro gibt's nicht. Aber doch, Sandro gibt's. Ich sag mir jetzt, dass das alles nur ein schlechter Scherz ist, bitte. Ohne Witz. Wer ist Sandro? Na, Sandro! Du weißt schon, der mit dem grünen Hemd da und der Italiener und er labert von Pizza und... Du wirst ihn doch kennen, wir haben doch noch erst gestern zusammen was gemacht. Und was? Na, wir haben uns doch... Er stand doch im Schrank den einen Tag. Das, nein. Doch, ich bin mir ganz sicher, er stand in einem Tag dort in dem Schrank. Wirklich. Das habe ich mir nicht... Nein. Ich habe mir das nicht eingefühlt. Nein. Jetzt wirklich, jetzt ist der schlechte Scherz vorbei. Bitte sag mir jetzt die Wahrheit. Ich habe das schon ein bisschen krass gefunden, was letzte Folge los war. Also, bitte sag mir jetzt die Wahrheit, bitte. Ich meine, ich habe mir das nicht eingebildet. Nein. Ich bin nicht verrückt. Nein, nein, ich habe nicht geträumt. Ich bin einfach aufgestanden, bin zum Frühstück gegangen und gestern Abend ist er noch neben mir eingeschlafen. Ich meine, er hat das Bett neben mir. Ich beweise dir jetzt, dass es hingeht. Wir gehen jetzt einfach ins Kinderzimmer und da steht sein Bett, da steht auch sein Name drauf. Komm mit hier vorne. Wenn wir hier reingehen, da steht jetzt was? Als ich heute aufgestanden bin, stand das Bett noch da, wirklich. Wirklich, es stand genau hier. Und genau hier war sein Schild. Da stand Sandro, der leere Pizzakarton oder sowas. Doch, hier genau. Genau hier stand sein Bett. Und er hat auch einen so einen Nachttisch. Ich bild mir das nicht ein. Was zum... Hier stand sein Bett. Jetzt endet der Prank. Bitte. Bitte sag mir, dass... Sag mir, dass ihr mich verarscht. Bitte. Feuer! 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 Ah! Das Würstchen von Nick brennt! Das klingt falsch, aber er brennt wirklich! Nein, was ist los? Was ist los? Was ist los? Ey, Thomas, hast du eingeheizt? Es ist auf einmal so schön warm hier. Ja, ich dachte, Nick, setz im Kamin! Oh Gott, rette ihn doch jemand! Ihr könnt den doch nicht einfach... Mach doch mal einer den Feuermelder aus! Er sitzt im Kamin, helf ihm doch jemand! Nee, wir essen unser Würstchen fertig. Dann hilft... Ja. Papi, er weint! Hilf ihm doch! Das ist nicht unsere Aufgabe, ihn zu befreien. Wie ist er da überhaupt reingekommen? Ja, das ist, er hat durch diese Ritzen gebackt. Ja. Ritzenback heißt. Ich lösche ihn mit Bier. Auf Selbst ist es ja frei. Es prallt ab. Bier ist nicht stark genug. Willst du ein Würstchen, Nick? Ich hab schon eins. Kannst du manchmal bitte durchbrochen? Oh, jetzt ist er. Oh, jetzt hat er meine. Gib mir meine Würstchen wieder. Nö. Ich will auch zu Nick. Ist? Das heißt allen Nähten Platz. Ihr könnt mich mir auch einfach rausholen, anstatt ihr mich jetzt hier füttert. Ich bin ja hier kein... Okay, ich bin streichelt so. Mein Würstchen ist noch nicht fertig. Nick, du bist zu fett, du passt nicht durch das Loch. Okay. Okay, wir liegen jetzt alle im Bett. Es ist alles... Oh, ich fühle mich... Oh. Okay, ich weiß nicht direkt, was los war, aber alles war so komisch. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich hab mir das beim besten Willen nicht eingebildet. Thomas, du hast noch ein Bier in der Hand. Ja, Mama hat's nicht gemerkt. Ja, hallo. Und was macht Tobi da für einen Psychoblick da hinten? Der spannt mal wieder, ist normal. Ich schlafe mit auch offenen Augen, Schnauze da drüben. Thomas, jetzt leg dich hin. Alle die Nacht, es war ein anstrengender Tag. Ich weiß schon ganz genau, ich schleiche mich wieder raus, wenn die anderen schlafen und mal schauen. Sandro existiert, ich habe mir das nicht eingebildet. Okay, die anderen schlafen langsam raus. Ich habe mir das mit Sandro nicht eingebildet. Ich finde ihn schon. Oh, der Vater sitzt am Markt. Okay, da müssen wir uns irgendwie daran vorbeischleichen. Wo könnte ich eine Spur finden, was mit Sandro passiert ist. Ich habe ihn mir nicht eingebildet. Zu 100%. Okay, leise. Die Tür steht offen. Wir schleichen uns langsam dran vorbei. Okay, leise. Psch, psch, psch. Er guckt ins Feuer. Alles gut, alles gut. Hi. Yo, das war's mit der Folge Who's Your Daddy? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr freut euch schon morgen auf die Folge Hello Neighbor. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, leider mal einen fetten logischen Daumen nach oben durch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao. Bye, have a great time.